Ich habe heute einen Studiogast, der seinen Namen aus Gründen, die die Hörer später noch zu verstehen lernen werden, nicht nennen will. Und damit ich unseren Gast, es handelt sich genauer gesagt um eine Gästin, überhaupt ansprechen kann, will ich ihn in dem nun folgenden Gespräch Vera nennen. Guten Abend, Vera. Guten Abend. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt schon der ein oder andere Hörer deine Stimme erkannt hat. Und ich bin ganz sicher, dass es gleich bei vielen heftig klingeln wird, wenn ich sage, Vera ist die Radiotrinkerin. Ich bin die Radiotrinkerin. Ein Kritiker hatte ich ja mal die Sarah Bernhardt des Alkohols genannt. Ich kenne diesen Vergleich und ich halte ihn für alles andere als gut gewählt. Ich meine, das singt doch, wo es nur kann. Erstens bin ich keine Schauspielerin, sondern leibhaftige Radiotrinkerin. Und zweitens war Sarah Bernhardt, soweit ich weiß, dem Alkohol ganz und gar nicht abgeneigt. Hat die so viel getrunken? Das wusste ich gar nicht. Ich glaube schon. Wenn ich mich nicht irre, ist die mit dem Alkohol sogar untergegangen. Gehst du auch unter? Ich gehe nicht unter. Ich werde auch nicht mein Lebtag Radiotrinkerin sein. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt mal vielleicht für die Hörer, die, was deine Existenz anbelangt, bislang noch im Dunkel der Uneingeweihtheit hausen, erklären, was eine Radiotrinkerin... Verzeih, meinst du, es gibt solche Hörer? Du formulierst immer uns preisverdächtig. Danke. Vera, ich wollte jetzt keineswegs deine sicher beachtliche Prominenz abstreitig machen, aber deine Sendung ist ja bei uns in Berlin leider nur ganz schlecht über Mittelwelle zu empfangen. Du hast also bei einem westdeutschen Sender, und zwar, das finde ich beachtenswert, bei einem öffentlich-rechtlichen, einmal pro Woche eine vierstündige Live-Sendung von 22 Uhr bis 2 Uhr, glaube ich. 22.30 Uhr bis 2 Uhr, also nur 3,5 Stunden. Ja, Entschuldigung. Und in dieser 3,5-stündigen Live-Sendung sitzt du am Mikrofon und betrinkst dich. Sonst passiert ja eigentlich nicht viel. Nun ja, immerhin erzähle ich noch was nebenbei. Ich betrinke mich und rede vor mich hin, was mir gerade so einfällt. Ja, und da fällt dir ja einiges ein. Du wirst also im Laufe der Sendung kontinuierlich immer betrunkener. Ja. Und du redest immer wilderes oder wirres Zeug. Mhm. Wirst immer kühner, frecher oder wie soll ich sagen? Ich rede halt immer betrunkener. Es kommt dann ganz auf meine Tagesform an. Ob ich mit der Zeit albern oder unflätig oder auch mal richtig aggressiv werde, meistens verfalle ich wohl in so eine Art Säufermelancholie. Du musst ja unwahrscheinlich schnell trinken können. Ich meine, 3,5 Stunden sind zwar eine beträchtliche Zeit, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ausreichen kann, so richtig voll drauf zu kommen, zumal du ja ununterbrochen redest. Es ist ja nicht so, dass ich nüchtern ins Studio komme. Ich trinke vor der Sendung im Verlauf von 2 Stunden etwa 2 Flaschen Wein und 3 oder 4 Whisky pur und mache dann vor dem Mikro mit Wodka oder Whisky weiter. Und gegen 1:30 steige ich dann auf Bier um. Wieso diese genaue Getränkefolge? Ich habe da alles Mögliche ausprobiert zuerst, aber es war von Anfang an klar gewesen, dass ich mit Bier nicht beginnen kann, obwohl das Bier rhetorisch, erfahrungsgemäß, zu den besten Ergebnissen führen würde. Aber Bier hat nun mal, verglichen mit den harten Sachen, einen ziemlich hohen Flüssigkeitsgehalt im Verhältnis zur berauschenden Wirkung. Okay, ich glaube, das haben alle verstanden. Du kannst ja während der Sendung nicht alle 10 Minuten zum Händewaschen verschwinden. Eben. Wie machst du das eigentlich technisch? Bist du die ganze Zeit allein im Studio? Nein, da ist natürlich noch ein Tontechniker. Und der fährt mich dann auch nach der Sendung dahin, wo ich übernachte. Wo übernachtest du denn? Das werde ich hier ebenso wenig vom Turm blasen wie meinen Namen. Ist klar. Was machst du am Tag danach? Den Tag danach verbringe ich schlafend im Bett. Wo denn? Da, wo ich übernachte. Das heißt, du fährst erst am übernächsten Tag nach Hause in deinen Wohnort? Ja, ich verschlafe den ganzen Tag und ganz früh am nächsten Morgen fahre ich mit dem Auto dann zurück zu meiner Familie. Hat eigentlich dein Mann davon Kenntnis, dass du die Radiotrinkerin bist? Nein. Und meine Kinder wissen das auch nicht. Wie viele Leute in Deutschland wissen denn eigentlich, dass du die Radiotrinkerin bist? Es wissen das genau 5 Leute. Der Tontechniker, 2 weitere Leute im Sender, das heißt der Chef natürlich,
und dann noch der Nachtpförtner. Und außerdem die Person, bei der ich übernachte, und der fünfte bist ja seit geraumer Zeit du. Was dir anfangs ja nicht so recht war. Nein. Und du hast mir auch strikt untersagt, davon zu sprechen, wie ich dahinter gekommen bin. Und ich will mich auch an das Verbot halten. Das will ich dir auch dringendst geraten haben. Gut, den Rat befolge ich. Wie erklärst du eigentlich deiner Familie, dass du jede Woche 2 Tage weg bist? Mein Alibi ist hieb- und stichfest und ich werde mich hüten, das hier genauer zu erklären. Du bist berufstätig. Sagst du vielleicht ein bisschen mehr? Ich bin juristische Sachverständige in einer deutschen Großstadt. Das muss ausreichen. Ja, ich glaube, wir können jetzt mal einen Ausschnitt aus einer deiner Sendungen einspielen. Dann können sich die Hörer am besten ein Bild davon machen, was eine Radiotrinkerin ist. Kann die Technik das mal einspielen? Apropos Technik, da sollte man vielleicht noch erwähnen, dass du darauf bestanden hast, deinen eigenen Tontechniker zu diesem Interview mitzubringen. Aus gutem Grund. Also hier jetzt erstmal der Ausschnitt. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Schweineland, Schleswig-Holstein. Ich stehe. Ach, Geld, stinken die Säue. Jedes Jahr waren sie 50.000 Kinder tot. Wieso geht denn hier die Flasche nicht auf? Das ist doch der Ausschuss da. Ist ein Ausschuss da in Kiel. Was können die alle Knochenkrebs kriegen? Ich stink nur nach Schnaps, die Säue. Die Frauen müssen es ausbaden. Müssen immer die Frauen ausbaden. Immer die Frauen. Scheiß Kaffeefilter reißen. Scheiß Pariser reißen. Das habe ich mir im Finger geschnitten. Scheiß Metalldinger. Blut im Kleid. Das ist alles wird in die Landschaft geschmissen und die Frauen müssen es ausbaden. Das hören die Kieler Säue wohl gerne. Ja, Vera. Mit dem Interessantesten an deinen Sendungen ist immer, wie du auf aktuelle politische Ereignisse eingehst. Aber irgendwie kann ich mir das nur ganz schlecht vorstellen, dass du das eben warst, wenn ich dich hier so ganz Dame sitzen sehe. Naja, man erkennt es an den klappernden Armreifen immerhin. Aber Spaß beiseite. Ich konnte es zuerst auch nicht glauben, dass ich das bin. Ich habe mir die erste Sendung auf der Autofahrt nach Hause auf Kassette angehört und ich dachte, um Gottes Willen, dieses sabbernde Wrack, da soll ich sein. Und ich sagte mir, das machst du nie wieder. Und ich habe es ja dann, wie du weißt, doch wieder gemacht, inzwischen 62 Mal. Es ist einfach interessant. Man erfährt so viel über sich selber, das ist mehr wert als jede Traumdeutung. Du hörst also erst auf der Autofahrt nach Hause, was du überhaupt gesagt hast. Du kannst dich also an nichts erinnern. Naja, an die erste Stunde vielleicht. Aber danach ist natürlich Filmriss. Ja, klar. Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen? Oder du? Oder wem ist überhaupt die Radiotrinkerin eingefallen? Das ist eine etwas längere Geschichte. Das soll uns jetzt nicht stören. Wir haben Zeit für längere Geschichten. Gut. Eigentlich ist es auch eher eine kurze Geschichte. Also vor etwa 2 Jahren war ich mal im Theater mit dem Programmchef des Senders, der jetzt mein Sender ist. Ich kannte ihn schon seit längerem privat. Und das Stück, das wir uns ansahen, war Vor Sonnenaufgang von Hauptmann in einer Inszenierung von Rudolf Nölte, soweit ich mich erinnere. Und in dem Stück gibt es doch die Figur des reichen Bauern Krause, der gewissermaßen als Running Gag dann und wann über die Bühne stolpert und dann irgendwas von sich gibt. Und hinterher waren wir dann noch essen und kamen auf das Thema Schauspieler, die Betrunkene darstellen. Und wir fanden eigentlich beide,
dass es nichts Unechteres oder Unbeholfeneres gibt als so einen verdienten, gediegenen Schauspieler, so einen richtigen Staatsschauspieler, der einen Betrunkenen darstellt. Ich meine, ein Schauspieler kann natürlich eigentlich alles spielen. Heute den Teufel und von mir aus morgen den Papst. Aber die Darstellung von Betrunkenen läuft doch immer auf die ewig gleichen, stolpernden und auf Lacheffekte zielenden Stereotypen aus. Das ist alles viel zu konzentriert, zu pointiert, wenn man so will. Und da kam uns dann gemeinsam der Einfall, man müsste mal was Echtes in der Art machen mit einem tatsächlich Betrunkenen, der hemmungslos mit allem rausplatzt, was sich ihm gerade so im Schädel rührt. Auf die Idee, dass ich das selber sein könnte und dass es im Radio stattfinden soll, sind wir erst viel später gekommen. Hast du denn damals privat schon viel getrunken? Ich meine, es ist doch zumindest für eine erfolgreiche, berufstätige Frau mit solidem familiärem Background ein ziemlich merkwürdiger Entschluss zu sagen, ich werde mich jetzt einmal wöchentlich bis zum Geht nicht mehr volllaufen lassen. Na, auf deine erste Frage möchte ich antworten, dass ich selber eigentlich nie viel getrunken habe. Aber ich war komischerweise immer ganz gern in Gesellschaft von Betrunkenen. Und das war auch schon ganz früher so. Ich erinnere mich noch, wie ich als Studentin mit meinem ersten festen Freund in Frankreich war, in den Semesterferien. Da war abends nicht viel los. Ich habe mich dann immer früh schon ins Bett gelegt und er saß dann auf dem Fensterbrett, am offenen Fenster, und er schaute mich an und hat ein Glas Bier oder ein Glas Wein nach dem anderen getrunken. Und ich habe ihn regelrecht zum Weitertrinken aufgefordert. Ich mochte das zu beobachten, wie er immer besoffener wurde und was er dann dabei so erzählte. Nun, das finde ich aber auch ein bisschen sonderbar. Die meisten Frauen haben doch dann eher eine gewisse Abscheu oder sogar Angst vor betrunkenen Männern. Ja, ich weiß, ich weiß. Ich meine, manche neigen ja auch dann ein bisschen zum Rabaukentum, aber das sind doch dann Leute, die von sich aus schon unangenehm oder aggressiv sind. Die meisten Menschen, egal nun, ob Männer oder Frauen, werden doch eher zutraulich und ganz liebenswürdig, wenn sie mal zu viel getrunken haben. Es fangen doch eigentlich nur ganz wenige mal zu randalieren an. Ja, da hast du eigentlich recht. Die meisten Menschen, die dann richtig abstoßend sind, sind nüchtern ja genauso abstoßend. Aber eins wird mich jetzt doch noch interessieren. Wann hast du dich entschieden oder wie, dass du selber die Radiotrinkerin machen willst? Ich habe das von vornherein ganz realistisch gesehen, dass ich nie jemanden für die Rolle des Radiotrinkers finden würde. Da gehörte auch schließlich einiges an Courage dazu, sich dermaßen zu entblößen. Sag mal ehrlich, wenn du gefragt worden wärst... Ich? Ich wette, du hättest das Angebot nicht angenommen. Nee, ich wäre da, glaube ich, völlig fehl am Platz. Ich vertrage überhaupt keinen Alkohol und ich trinke so gut wie nie was. Eigentlich nie. Das hätten nämlich dann alle gesagt. Ja. Alle würden plötzlich überhaupt nicht einen Tropfen vertragen. Wie gesagt, es gehört eine tüchtige Portion Mut dazu, sich wirklich komplett volllaufen zu lassen. Die meisten haben einfach Angst davor, dass sie sich daneben benehmen könnten oder dass sie irgendetwas aus sich herauslassen könnten, was sie lieber für sich behalten wollen. Also das war von Anfang an ein fait accompli. Ich habe mich dann quasi für die Idee geopfert. Naja, geopfert ist sicher hochgestapelt, aber denn ich war ja fasziniert davon. Ich habe mich eben zur Verfügung gestellt. Und es ist eine der erfolgreichsten und am meisten kontrovers diskutierten Radiosendungen der jüngeren Rundfunkgeschichte geworden. Keine Sendung seit der Einführung des Farbfernsehens hat mehr Zuhörer gehabt. Ja, was hat denn das Farbfernsehen jetzt damit zu tun? Nichts eigentlich, das war vielleicht etwas blöd formuliert. Ich meine, keine Radiosendung der letzten 20 Jahre war erfolgreicher. Darüber, warum das so ist, können wir vielleicht nachher noch reden. Mhm. Aber ich glaube, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Musik, wir haben jetzt schon so lange geredet. Ja. Magst du Herb Alpert and the Tijuana Brass? Herb Alpert, naja, mögen ist zu viel gesagt. Das ist doch dieser Happy Sound, der immer im Anschluss an meine Sendung aufgelegt wird. Genau, der Stil ist das. Aber ich habe jetzt hier eine neu abgemischte und irgendwie aufgepeppte Version von einem Stück und die finde ich nicht übel. Na, da bin ich immer gespannt. Thank you.
Das war doch ganz hübsch, nicht? Ja, in der Version fand ich das auch ganz gut. Ist das neu erschienen? Ja, das ist eine neue LP mit neu Ja. abgemischten Versionen. Remix nennt man das ja heute. Aha, Es ist schon erstaunlich, was man mit modernster Studiotechnik aus diesen alten Schinken noch Ja, rausholen das ist kann, wirklich nicht? verblüffend, ja. Doch zurück zu unserem Thema. Also, wie du sagtest, deine Sendung ist die erfolgreichste in den letzten 20 Jahren. Es scheint also in der Bevölkerung ein Bedürfnis nach einer gewissen Drastizität zu geben. Oder heißt es Drastismus? Ja, Drastik heißt es. Drastik. Oder die Drastik, genau. Ja. Drastik heißt es ja. Also ein Bedürfnis nach schonungsloser Offenheit. Wie waren eigentlich die ersten Publikumsreaktionen? Drastisch. Es hagelte empörte Zuschriften und Anrufe. Zustimmung kam anfangs nur ganz wenig, aber das Verhältnis hat sich ja dann ganz schnell zu meinen Gunsten Ja, und was für umgekehrt. Leute sind das, die dir schreiben? Es sind überwiegend Leute, die Probleme haben mit dem Alkohol. Na klar. Probleme völlig unterschiedlicher Art allerdings. Manche schreiben, dass sie getrunken haben und es jetzt nicht mehr tun und sich stattdessen meine Sendung zu Gemüte führen. Das habe den gleichen Effekt. Andere betrinken sich während meiner Sendung. Ich bin sozusagen deren Trinkpartnerin geworden. Die sind dann froh, dass sie nicht mehr alleine trinken müssen. Und dann gibt's noch welche, und du wirst jetzt vielleicht erstaunt sein, wenn ich dir sage, dass das die überwiegende Mehrheit ist. Ja. Leute, die sich bislang nicht getraut haben, exzessiv Alkohol zu konsumieren und sich bei mir bedanken, dass ich ihnen den Mut dazu gegeben habe. Warum meinst du, haben sich diese Leute vorher nicht getraut? Das lässt sich so eindeutig wohl nicht ermitteln. Manche fürchten vielleicht ernsthaft eine Beeinträchtigung ihrer Gesundheit, aber ich glaube, die meisten haben eher Angst um ihren guten Ruf oder um die Karriere. Willst du damit jetzt sagen, Abstinenzler seien eher Karrieretypen als Trinker? Das liegt doch wohl auf der Hand. So. Sie haben die Befürchtung, dass sie morgens nicht aus dem Bett kommen oder dass ihnen der Alkohol vielleicht einmal mehr Spaß bereiten könnte als das berufliche Fortkommen. Ich habe ja durch die Reaktion auf meine ja inzwischen 62 Sendungen den Eindruck bekommen, dass fanatische Alkoholverschmäher oft ganz knallharte Karriere- oder Machttypen sind, während Trinkern Macht eher suspekt ist. Fitness bedeutet ja Macht. Ja, da lassen sich aber auch Gegenbeispiele finden. Guck dir mal Ceausescu an, der sieht doch nicht besonders fit aus. Und meinst du nicht, dass du den Alkohol gerade unter jüngeren Leuten, die Machtstrukturen ja eher argwöhnisch betrachten, bei denen du aber mit der Sendung hoch im Kurs stehst, dass du bei solchen jüngeren Leuten den Alkohol durch solche Nee, Äußerungen nein. allzu sehr Nein, propagierst? ich meine ja nur, dass Alkoholkonsum von zu vielen Menschen zu leichtfertig abgelehnt wird und dieses Gerede davon, dass Alkohol keine Probleme lösen könne, halte ich wirklich für einen sehr stark revisionsbedürftigen Gemeinplatz. Ich betone, gelegentlicher exzessiver Alkoholgenuss und ich betone auch das, exzessiver Alkoholgenuss. Ja. Drei Gläser Wein zum Essen bringen überhaupt nichts. Kann durchaus entkrampfen und Probleme überhaupt erst bewusst machen und dadurch eventuell doch zu einer Lösung beitragen. Naja, eventuell. Eventuell. Hast du je Ärger mit den Blaukreuzlern oder Guttemplern oder ähnlichen Organisationen gehabt? Überhaupt nicht. Die scheinen meine Sendung eher für so eine Art Satire oder Kabarett zu halten, Ah was mir ja, ehrlich gesagt nicht ganz recht ist. das kann ich verstehen. Der Ärger, der kommt von der ganz anderen Seite, nämlich von der Alkoholindustrie, deren Vertreter ganz offen sagen, in meiner Sendung würde der Alkoholkonsum von seiner abstoßendsten Seite gezeigt werden und dass ich den Bundesbürgern die Freude an ihrem Entschuldigung. Feierabendbier vermiesen würde. Die Spirituosen, Winzer- und Brauerlobby, die klüngelt da jetzt ganz schön herum in Bonn und ich fürchte, die Radiotrinkerin wird es nicht mehr lange geben. Ja, aber der Sender steht doch noch hinter dir, nicht? Noch ja, aber ich fürchte, die werden dem Druck eines Tages auch nachgeben. Nachgeben müssen. Das wäre allerdings ja mal schade für die deutsche Radiokultur. Wir haben jetzt gerade noch die Zeit für einen zweiten kleinen Ausschnitt aus einer deiner Sendungen. Ich wünsche dir alles Gute und will mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch bedanken. Ich danke dir auch.
Wie spät ist denn jetzt? Ist doch schon spät. Als ich 13 war, da haben meine Eltern sich einen neuen Schlafzimmerschrank gekauft. Abendkleider waren da drin. Ich habe meine Eltern nie im Abendkleid gesehen. Massenhaft in den Abendkleider drin. Einmal am Kindergeburtstag haben wir Versteck gespielt und bin ich in den Kleiderschrank reingewutscht. Da bin ich dann an die Stange gekommen, wo die Bügel dran hängen. Es hat einen Krach gemacht. Alexander natürlich gleich entdeckt. Alexander. Er hat in den 60er Jahren sein Restaurant aufgemacht. Spanische Spezialität. Das noch gibt. Das Gespräch mit der Radiotrinkerin, das eben ausgestrahlt wurde, ist schon vor ein paar Tagen produziert worden. Und im Nachhinein finde ich ein bisschen, dass ich der Dame ruhig mal hätte mehr auf die Finger klopfen können, da ich ihre Gedanken zum Thema Alkohol größtenteils ziemlich abstrus finde. Aber als ich ihr dann gegenüber saß, war ich doch ziemlich überwältigt von ihrer Präsenz und ihrem Charme, so dass ich mich vielleicht über Gebühr zurückgehalten habe. So einer Dame klopft man eben doch nicht so einfach auf die Finger.